13. Mein Lehrer Eugenius hat hierzu nichts gesagt, aber aus dem Umfeld seines Schweigens war zu hören, dass er mich für einen Verrückten hielt. Was ich wohl auch war, denn wie ich die Welt kannte, kamen Herr Herzog und ich in keiner Weise füreinander in Frage, und insofern galt die Welt auch unter diesem Dach. Ihre Weihnachtsbräuche galten hier ebenso, wie ich bald erfuhr, denn Pan Szybko gab mir reichlich Gelegenheit, mich in seiner Muttersprache zu üben. Er kam viel öfter als sonst in die Zelle, und jedes Mal hielt er mich pantomimisch zu strengster Sauberkeit an, und weil ich mich wohl etwas verständnislos zeigte, nahm er einmal Aufstellung mit gefalteten Händen, sah ein wenig verzückt hinauf an meine feuchte Wand und summte ein Potpourri aus Melodien, die zum Tannenbaum gehören. Ich habe mich beherrscht und habe der Versuchung nicht nachgegeben, mitzutun beim frommen Gesang. Es war auch so peinlich genug. Ich war in dem Alter, in dem man sich gerade auf Zeit losgesagt hat von den Verabredungen, die zu einem Tun verpflichten, nach dessen Gründen man nicht fragen darf. Weihnachten, eine Annehmlichkeit, weiter nichts. Und wie ich hinter die falschen Bärte sah, ging ich auch nicht mehr auf die falschen Haltungen ein. Oder wenn nicht die falschen, so doch besonderen Haltungen. Die Haltungen zum Fest, die eben anders waren. Meine Mutter war eine Frau ohne allen Falsch. Wenn es ungünstig kam, geriet man in Gefahr, von ihr erschlagen zu werden, aber den Rücken konnte man ihr immer zudrehen. Sie war ein harter Mensch. Ich glaube, nicht mit Vorsatz, sie war es eben. Als sie den Brief gelesen hatte, mit dem sie uns nach meinem Vater, auch meinen Bruder, abmeldeten, sagte sie: »Wir müssen nun allein weiter.« Und als ich laut die Briefstelle las, in der es hieß, mein Bruder sei seinen Kameraden ein Vorbild gewesen, sagte sie böse: »Dass du dich unterstehst!« Manchmal, an den furchtbaren Sonntagnachmittagen, wenn es ein Verbrechen gewesen wäre, sie allein zu lassen, saß sie sehr gerade auf ihrem Stuhl, hatte die Arme verschränkt und das Gesicht gegen das Fenster gewendet, aber hinter den Scheiben hätte ein Feuerwerk gehen können oder ein Troll eine Hexe reiten, meine Mutter hätte nichts gesehen und nichts gehört. Ich habe das selten zu denken gewagt, aber nun muss ich so vieles zu denken wagen, da kann ich es auch sagen. Meine Mutter war sehr lange sehr schön. Das Blond ihrer Haare hatte eine seltsam verwaschene Helle. Sie trug es immer in einem lockeren Knoten, und wenn ich an sie denke, dauert es nicht lange, und ich sehe, wie sie sich eine Strähne aus der Stirn bläst. Die war hoch und schmal und die Nase lang und schmal, zu lang sogar, aber für mich gehört die leise Übertreibung zur Schönheit. Besonders der Mund meiner Mutter war übertrieben, zu groß und zu volle Lippen, und die Backenknochen saßen zu hoch. Eine schöne Frau, meine Mutter. Aber wenn sie blicklos saß an den Sonntagnachmittagen, reglos und blicklos und so stumm, als sollte das für immer sein, dann war sie fast hässlich. Der Tod macht selten schön, und ein Mensch, dem die Seele abstirbt, wird es schon gar nicht. Meiner Mutter starb die Seele ab, anders kann ich das nicht nennen, was mit ihr an diesen Sonntagnachmittagen geschah. Man soll mich nicht fragen, wo die Seele sitzt. Ich habe das erst nach Jahren begriffen. Die Sonntagnachmittage sind das einzige Stück Zeit gewesen, in dem meine Eltern in der Wohnung allein waren. Mein Bruder und ich kriegten Kinogeld, und später wären wir auch für Geld nicht geblieben. Besuch bei uns um diese Stunden kam nicht in Frage. Wer es einmal versucht hatte, wusste Bescheid. Es ist aber auch keiner gekommen, als meine Mutter nur noch mit mir zu Hause war.
Sie hat so gerade auf ihrem Stuhl gesessen, einen Mund aus Stein und die Augen aus Stein, und ich habe mich gefürchtet, weil ich nicht helfen konnte. Und dann der eine Weihnachtsabend, wir beide allein. Ich hatte gedacht, meine Mutter würde dieses Fest gar nicht beachten. Gesagt hatte sie einmal so etwas, und mich musste sie zu solcher Haltung nicht bewegen. Aber das hat sie wohl nicht gewusst, und meinetwegen wird sie den Baum geputzt haben, und meinetwegen gab es gebratenen Fisch, und die gelbe Bluse hat sie getragen, die mein Vater mochte, und ihr Haarknoten war so locker, wie ihn mein Vater es manchmal mochte, und ein Glück nur, dass bei uns nicht gesungen wurde, weil mein Vater es so gar nicht konnte. Wir haben gegessen, und wir haben uns Sachen geschenkt, und dann ist meine Mutter auf eine erschreckende Art fröhlich geworden. Sie erzählte entlegene Geschichten, in denen ich kindlich war und die mir sehr kindisch vorkamen, und sie lachte dazu, und zu jedem Lachen hat sie einen Anlauf genommen. Es war vor allem so unerträglich, weil sie mit mir sprach, wie von gleich zu gleich. Darin war sie aber nicht geübt, und im lockeren Ton zu ihrem Sohn war sie auch nicht geübt, und es war viel zu viel Vorsatz in allem. Und einmal hat sie das gemerkt, da habe ich erfahren, wie sehr sie weinen konnte. Da habe ich Weihnachten verflucht. Ein Abgrund hätte sich auftun müssen, mich zu verschlingen. Und hatte er sich nicht aufgetan? Das nächste Fest hat nach Kümmel und Rekrutenkotze gestunken, und dieses stank nach Wanzenpulver und mörderischer Angst. Und wie kam meine Mutter mit diesem würgenden Abend zurecht? Wie viel war von ihrer Härte geblieben, wo ihr von Mann und zwei Söhnen keiner mehr geblieben war? Was hatten sie ihr über meinen Verbleib erzählt? Soweit ich wusste, wurde die Mitteilung, einer sei vermisst, mit keinerlei schmückendem Beiwerk versehen. Es stand da nicht geschrieben, dass man seinen Kameraden ein Vorbild gewesen sei, und das zu wissen erleichterte mich, denn meine Mutter hatte gesagt, ich sollte mich unterstehen. Und das hieß in ihrer verkürzenden Sprache, ich sollte es bei meinem und ihrem Leben nicht wagen. Ich hätte ihr so gerne den Bescheid geschickt, dass ich gehorsam gewesen war. Ich hätte dann schreiben können, liebe Mutter, ich bin meinen Kameraden kein Vorbild gewesen, und zum Beweis teile ich dir mit, dass ich mich jetzt in einem Gefängnis befinde. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen meinen Kameraden und meinem Aufenthalt im Gefängnis jetzt, aber ich meine doch, dass einer kein Vorbild ist, wenn er im Gefängnis ist. So wie ich erfahre, liebe Mutter, welche Bewandtnis es mit mir in diesem Hause hat, teile ich es dir mit, aber dass ich lebe, ist auch schon etwas. Wir rüsten hier für das Weihnachtsfest. Ich denke, es wird Sauerkohl geben, den ich ja mag. Es grüßt dich, dein Sohn Mark. Es grüßt dich, dein dich liebender Sohn. Es grüßt dich in Liebe, dein Sohn. Es grüßt dich, liebe Mutter, dein Sohn Mark. Es grüßt dich, Mark. Es grüßt dich, dein Mark. Nun wusste ich, was ich mir wünschen würde, wenn jetzt einer herumginge durch die Zellen mit einem Wunschzettel, weil doch Weihnachten war. Das heißt, erst einmal fragen, wie viel Wünsche jeder hat. Dreie? Also dann vielleicht zuerst ein vertretbares Essen. Weiße Bohnen vielleicht. Ja, Schinkenknochen, Porree, Sellerie, Rauchfleisch. Oder Kartoffelpuffer, Tortenumfang, Tortenhöhe, Zucker und ein Pott Kaffee dazu. Oder Matjes mit Pellkartoffeln und Speck und Zwiebeln, Stipp. Schluss. Geben Sie, was Sie gerade in der Küche haben. Ich will Ihnen keine Umstände. Nun sind wir satt. Nun kommt der zweite Wunsch. Ein Papier hätte ich gern. Einen Bleistift, ein Kuvert, eine gültige Marke und eine Versicherung, dass mir der Postweg offen steht. Liebe Mutter, oh ja, und würden Sie mich bitte beim Schreiben alleine lassen. So, und da hätte ich immer noch einen dritten Wunsch. Hören Sie, da weiß ich einen, der kostet Sie nichts, der spart Ihnen noch,
Wissen Sie was? Lassen Sie mich schleunigst laufen. Doch nur ein Wunsch frei, nicht dreie. Dann nehmen wir Gott, dann nehmen wir eben den dritten. Dass die anderen beiden in Erfüllung gehen, werde ich schon sorgen. Noch eine Einschränkung? Die Erfüllung des Wunsches darf nichts an der Art der gegenwärtigen Verwahrung des Wünschenden ändern? Himmel, seid ihr heikel! Bleibt also nur Mahlzeit oder Brief? Dann wird wohl nichts aus Rauchfleisch und Schinkenknochen. Das hätte Mark Niebuhr nicht von Mark Niebuhr gedacht. Dass der lieber seiner Mama schreibt, als einem goldgelben Puffer in den goldbraunen Rand zu beißen. Dass der ans Mütterchen Grüße malt und könnte doch eine Matthias in die rosa Flanken. Werde einer aus Mark Niebuhr schlau. Als ob es da zu rätseln gäbe. Ich hatte doch meine Mutter gesehen nach dem Brief über meinen Vater und nach dem Brief über meinen Bruder, und ich konnte mir denken, dass sie den Brief schon sah, der mich betraf. Mund aus Stein, die Augen aus Stein, und nun würde der Stein das Herz erreichen. Da war wieder der gefährliche Augenblick, in dem die Vernunft den kaum noch halten kann, der gegen die Türe rasen will. So einer ist imstande und bricht los und bricht sich, indem er eben noch träumt, das Reißen der Bersten käme vom Tore, den vernunftleeren Schädel. Die Stärke ist rar, die einen so gegen Eisen treibt, aber es gibt Lagen, da kommt man an sie. Nur, bevor du springst, Mark Niebuhr, dann ginge der dritte Brief an deine Mutter, dann gäbe es einen Grund für ihn. Ich habe also meine Gedanken fast gewaltsam von der Gewalt gewendet. Ich habe mir, weil es zu guten Zwecken war, gestattet, Harmonisches zu denken, Lichtwarmes, Herzwärmendes, Herzweichendes, das aufzuhalten und umzuwenden, bevor es mich überwand, hatte ich ja Übung. Ich brauchte mich, wenn ich mich nur wachsam hielt, nicht einmal vor der Erinnerung an freundliche Vater und Mutter und Kinderweihnachten zu scheuen. Aber es ist daraus doch nicht so viel geworden, weil mein Gedächtnis mir weismachen wollte, diese Feste seien eine endlose Kette von Fressereien gewesen. So eine Darstellung wäre nicht ganz unwahr, aber doch etwas einseitig. Und wer nicht glaubt, dass man mit dem Körper denken kann, den frage ich, warum mir der Magen und die Därme schmerzten. Ich habe versucht, die Spur der Geschenke nachzulaufen, die zurück in meine Kindheit führt, aber wenn meine Vergesslichkeit ein Zeichen von Undank war, dann war ich in empörendem Maße undankbar. Zwar fielen mir die Schlittschuhe mit dem gezackten Bug noch ein und eine Reihe Bücher, die ich dann ein Leben lang hatte, aber immerfort drängten sich Marzipanschweine auf den Erinnerungsweg und Feigen und Datteln stapelten sich mauerhoch und ich musste mich durch Lebkuchenberge hauen und musste über Halden aus rollenden Nüssen steigen und obwohl ich mir nie viel aus Stollen gemacht hatte, die bei uns Stuten heißen, wühlte ich mich nun, Rosinen und Mandelsplitter und Zuckate schluckend, durch warme Hügel aus Hefeteig. Fortzukommen von der Besessenheit, befahl ich meinem Gedächtnis eine andere Übung. Die Gedichte mussten her, die mir die Schule eingebläut hatte, und nicht zum ersten Mal empfand ich so etwas wie Dankbarkeit für meine Schule. Aber die Kraft reichte nicht, bei Schiller und Uhland zu bleiben. Ich kam bald und aus Gründen, die schnell gefunden sind, auf Nebenwege und hörte mich mit Inbrunst rezitieren, »Sek, Moder«, »Wat is de heben so rot? Dat sind de Engel, de backen dat Brot. De backen all de Söten Stuten, für all de Lütten Leckersnuten.« Und weil mich meine Schwäche empörte, sah ich mich in mir nach Versen um, die mir nicht den Mund wässerten und mir nicht dieses elende Heimweh nach Heidewärme aufredeten. Und da war immer noch der Schlachtschrei meines Vaters das Beste, den er, wenn er dazu in Laune war, über den Küchentisch brüllte oder auch aus der obersten Speicherluke. »Herrschen Itz und Frost und Winde, bald wird es sein Gelinde!«
Und nach einer kleinen Pause fügte er die nächste Zeile an: Unterdessen sei der deine. Man kann sich vielleicht vorstellen, was eine Stadt wie Marne von einem denkt, der imstande ist, an einem hellen Arbeitstag unterdessen sei der deine vom Speicher zu rufen. Die Irrtümer aufzuklären, die sich aus solchem Tun ergaben, hat meinen Vater einigen Witz und viel Kraft gekostet und meine Mutter hat sich eine Ehe lang abgemüht, ihm den Unfug auszureden. Wenn sie damit anfing, fürchtete ich immer, diesmal könnte sie sich durchsetzen, denn so zerknirscht zuhören wie mein Vater konnte keiner. Aber wie stark meine Mutter war in seinen Gewohnheiten, war mein Vater stärker. Und ich empfand keine geringe Glückseligkeit, wenn ich ihn das nächste Mal die geheimnisvolle Mahnung rufen hörte, unterdessen sei der deine. Und auch in meiner Zelle erfreute ich mich an den klappernden Versen: Herrschen Itz und Frost und Winde, balde wird es sein Gelinde. Und auch ich sagte nach kleiner Pause mit starkem Gefühl: Unterdessen sei der deine. Und ich wusste auch von mir, würde meine Mutter sich diesen Spruch nicht ohne Widerspruch sagen lassen. Dabei war er doch wie für uns gemacht. Zumindest lagen Itz und Frost und Winde vor, wenn auch schwer zu denken war, wie meiner Mutter je wieder gelinde sein könnte. Aber unterdessen sei der deine? Das galt für sie wie für mich. Das wäre auch der richtige Briefschluss, nach dem ich vorhin gesucht hatte. Unterdessen sei die deine. Es grüßt dich dein Sohn, der unterdessen der seine bleibt. Und der Herrn Gibko und Herrn Eugeniusz und Herrn Dabrowski schon beweisen wird, dass er nicht der Ihre ist. Panie Ociewowi, Staji Celi Melduje, ich bin nicht der Ihre. Natürlich, das war die Begrüßungsformel für den Direktor, den zu Ehren ich meine saubere Zelle blankte. Herr Direktor, Zellenältester Nibur meldet Ihnen, dass er nicht der Ihre ist. Mögen Sie das Itzhund auch glauben. Ich sage zu Weihnachten meine herzliche Gratulation und wünsche zu Weihnachten baldige Interrogation. Blöder Vers, klappert nicht, schleppt sich nur. Mag mich noch die Zelle halten, tret ich auch den Kohl, den Kalten, will ich doch die Schwingen falten. Klappert und ist noch blöder, Schwingen falten. Mark Niebuhr wird ein Engelein, blöder, blöder, blöder Hund, blöder Hund. Willst du überhaupt nicht mehr vernünftig sein? Willst du dir zum Kasper werden? Musst du nun auch aus der Speicherluke schreien? Na und? Mein Vater hat das gekonnt und ist dabei der Seine geblieben. Warum soll ich das nicht können und mich dabei halten, wie der Dichter Fleming es will? Wenn ich klappernde Verse mache, muss ich mich längst nicht verlieren. Besser mit den Versen geklappert als mit den Zähnen, nicht? Wenn ich mich an Reimen versuche, bleibe ich weg von der Versuchung, immer nur Speck und Stipp und Mus und Grütz zu denken. Und ich sage euch, lieber mache ich Gedichte mit Kohl und mit Schwingen, als dass ich Briefe denke, von denen meine Mutter so steinern wird. So, und wenn der Direktor kommt, kriegt er von mir zu hören: Hast mich Itz und hier im Spinde, spring ich bald im freien Winde. Und dann mache ich eine Pause und dann sage ich: Bleib der deine, ich bleib meiner. So. So, das war ganz gut. Das war zwar vom Dichter Fleming abgeguckt, aber es war auch eigen und es klapperte richtig. Und es war richtig. Bleib der deine, ich bleib meiner. War gut, weil es richtig war und weil es auch nicht gleich jeder verstehen konnte. Und weil man sich daran halten konnte. Die Frage war, wie Eugeniusz damit fertig werden sollte, wenn er dem Direktor dolmetschen musste. Aber es war doch keine Frage an mich. Ich hatte meine Mühe mit der Erfindung gehabt. Nun waren die anderen an der Reihe. Nun sind die anderen an der Reihe, sagte ich, und ich erschrak bis ins Herz, als ich mich dies sagen hörte. Ich hatte gesprochen. Nun ging es los. Ich sprach mit mir. Nun war es soweit, ich war 19 und nicht 90,
Aber ich tat, was manche mit 90 tun. Ich führte Selbstgespräche. Ich war auf der Rutsche, das kam von dieser Scheißdichterei. Ich nahm mir vor, mich auf die Kunst so schnell nicht wieder einzulassen. Musste ich ja auch nicht. Es standen doch fertige Verse zur Verfügung. Von Schiller und von Uhland und von Fleming und von Storm und von Klaus Groth und von Matthias Claudius. Was musste ich da selber welche machen? Selber machen macht tüterig. Und das fehlt hier noch, dass du dich unterstehst. Es sollten welche das Vermögen haben, hatte ich gelesen, überhaupt nicht zu denken. Die waren fein heraus, wenn sie hier drinnen waren. Die schalteten sich nur zu, wenn die Suppe kam. Die brauchten dies stinkende Haus nicht zu riechen. Die brauchten dies stöhnende Haus nicht zu hören. Aber ich hörte das Haus nun sehr. Ich hatte den Gesang wohl schon wahrgenommen, aber wahrhaben wollte ich ihn lange nicht. Es gab ihn aber. Ich hörte ihn. Ich hörte vielfach gestuften Gesang von Weihnachtsliedern, und dazwischen hörte ich das Ra-Ra-Ra der Zellenchöre, die den Gute-Nacht-Gruß des Schließers beantworteten oder des Direktors, heute. Sie waren noch im Nebenhaus, und auf meinem Gang hörte ich die Essenverteiler, und der Gedanke warf mich beinahe an die Wand. Die kämen herein zu mir und hörten mich eben sagen, nun sind die anderen an der Reihe. Oder bleibt der Deine, ich bleib meiner. Oder irgendetwas anderes, das nicht zum Auftritt der Kalfaktoren gehört und das dann jedem Kalfaktor sagt, der ist nun auf der Rutsche. Dass du dich unterstehst. Fassung, jetzt wird nicht mehr gesponnen. Jetzt wird Kapusta geschmaust, jetzt wird Weihnachten zur Kenntnis genommen. Vielleicht tut die Küche das auch und es gibt einen Schlag aus der Mittagskelle. Irgendetwas war anders. Irgendetwas außer dem gestuften Chorgesang, der auch anders war. Irgendetwas kam, das anders war, und irgendetwas fehlte. Meine Nase sagte mir, was es war. Der hassenswerte, liebenswerte Krautstinkduft fehlte, der sonst durch den Zellentrakt schlug, wenn die Essenträger kamen. Es roch nicht nach gärigem Kapusta, es roch, mein Gott, nun war ich doch auf der Rutsche, es roch nach Fisch, es roch nach dem König der Fische, es roch salzig und sauer, wie nur der salzig-saure Hering riecht, es roch, wie es an manchen Ecken meiner Heimatstadt riecht. Wenn ich mich täuschte, war ich auf schüssiger Bahn. Die Tür ging auf, Panschipko kam herein und erstrahlte wie einer, der nun Freude machen will. Und wahrhaftig, er war gehüllt in einen schweren Duft von satter Heringslake und aufstieg die aus einer Schüssel, die Panschipko selber trug. Und hinter ihm setzten zwei Träger einen Kübel auf die Schwelle, aus dem es nicht minder lieblich roch. Es gab Kartoffeln an diesem Abend. Weiß man, wie die duften können? Weiß man, wie ein Gefängnisschließer und ein Bahnhofsdieb und ein Ziegenschänder aussehen können, wenn sie Kartoffeln mit Hering bringen und wenn es Weihnachten ist und wenn aus dem Haus nebenan und nun auch schon im eigenen Haus in ergreifender Unordnung die Lieder der Weihnacht erschallen? Dann sehen sie aus, wie Kaspar und Melchior und Balthasar sind das tausendste Abbild der drei Erscheinungsmelder, und willkommener war man auch nicht zu Bethlehem. Ich merkte an mir eine Haltung, die weit aus der Kindheit kam. Ich konnte nicht stramm stehen, wie es meine Pflicht bei Schließerauftritt wollte. Man steht ja nicht stramm, wenn Erscheinungsfest und Advent und Heiligabend in einen Augenblick fallen, indem es Kartoffeln mit Hering gibt. Ich stand in der Haltung, die zur Bescherung gehört, stand da in gespannter Demut, vorbereitet, gleich Freude zu zeigen und dankbar zu sein. »Komm«, sagte Panschipko und zeigte sich zum Feste eines deutschen Wortes mächtig, und mit einem nicht so festlich klingenden polnischen Wort hieß er den Ziegenschänder, mir mehr von den Kartoffeln aufzutun
Und aus der Schüssel, aus der es so lieb und heimatlich roch, wählte er lange. Und was tat's, daß er es mit bloßen Händen tat? Er wählte einen königlichen, einen dreiköniglichen Hering, und den legte er mir zu den Kartoffeln in den Topf. Und dann sagte er, »Smaschneger«, was guten Appetit heißt, und was er mir manchmal zur stinkenden Kapustasuppe beigegeben hatte, und was dann Schließerscherz gewesen war. Aber nun war es weder Scherz noch Hohn, weil zu beiden kein Grund vorlag. Es lag ein überaus ernsthafter und überaus freundlicher Hering vor, und ernst und erfreut rief ich und hatte das Maul voll Speichel, »Dziękuję, panie Ocedowi«, und ich konnte mich gerade noch hindern, aus Dankbarkeit ein Dichterwort hinzuzufügen, »unterdessen bleib der Deine«, etwa, oder »bleib der Deine, ich bleib meiner«. Der Aufseher Szybko ist ein Mann von feinstem Takt gewesen. Er hat gefühlt, dass man niemandem bei einer solchen Begegnung mit Hering und Kartoffeln zusieht. Er hat Melchior und Balthasar ein Marschzeichen gegeben und sie sind gegangen. Und mein Schließer Kaspar ist auch gegangen und dann habe ich alle meine Zähne dem Hering in den Nacken getan. Wie traf es sich, dass um mich fromme Chöre waren. Man sang nun in allen Häusern diesseits der roten Anstaltsmauer, rauh tönte es herüber aus der großen Zelle, in der Herr Dabrowski und seine Hirten hausten, und überaus lieblich erscholl es vom Frauentrakt, und ich nahm mir die Freiheit, das alles auf meine Begegnung mit dem Fisch zu beziehen. Begegnung und Anbetung, das hatte an diesem Abend statt zu haben, und das hatte nun statt, und der Gefängnisdirektor, der in der Tat zum christlichen Datum einen persönlichen Rundgang machte, fand keinen frömmelnden Heuchler vor, als er in meine Zelle trat. Er fand einen Menschen vor, der auf erlesene Weise gesättigt war und der, wenn Glück auch Abfall aller Schrecken bedeutet, in diesem Augenblick ein Glücklicher war. Und der in seiner glücklichen Sattheit so polnisch Meldung zu erstatten wusste, dass er selbst Herrn Eugeniusz polnisch vorgekommen wäre. Ich glaube, es ist eine Standesfrage. Je höher das Aufsichtsamt, umso mehr erfreut guter Wille der Niedrigen. Mein Direktor war überaus erfreut. Er nickte zu meiner Meldung, als hätte er selber mir solche Sprache beigebracht. Er nickte Pan Szybko zu, als hätte der meine Zelle geputzt, und nickend ging er um mich herum, der ich in strammer Haltung verharrte, und weil ich nun für ein Lob an der Reihe war, tippte er mir aufs Schulterblatt und dann ans Brustbein und sagte, »Steht wie Puppe, SS!« Das war der Blitz aus dem Weihnachtshimmel. Und der schnitt mich heraus aus dem kurzen Glück. Und wie der Schrecken mich wieder ansprang, schrie ich, weil doch alles gleich war, in einem sicher nun wieder entlegen fernöstlichen Polnisch, »Herr Direktor, der Zellenälteste meldet, nix SS, ich Wehrmacht!« Der Herr Natschelnik zeigte keine Bewegung. In seinem Beruf werden einem wohl andere Eröffnungen gemacht. Er trat nur noch einmal an mich heran, fasste in den Ärmel meiner kleingefleckten Tarnjacke, hob mir meinen Unterarm halb unter die Augen und ließ dann los. Er merkte gewiss, dass ich zu weiteren Beteuerungen ansetzte, und weil er kein Prokurator war, sondern ein festlicher Besucher, fiel er mir ins aufkommende Wort mit der Frage, »Nun, Wehrmacht, Hering gut?« Und ich schrie in meinem rasch einschießenden Glück, weil er mir meinen Gattungsnamen zurückgegeben hatte, »Jawohl, panie Naczelniku, Hering gut!« Und der Direktor nickte mir zu, und Pan Szybko nickte er zu, und dann gingen sie hinaus. Nach Kaspar und Melchior und Balthasar war nun auch Gottvater in meinem Stall gewesen. Thank you.
14. So still wie dieser Übergang ins neue Jahr war keiner. War keiner gewesen und war auch keiner mehr. Ich glaube, dass es die Armut machte und nicht die Scheu vorm Knall, der an die lauten Zeiten hätte erinnern können. So sind die Leute nicht, auch in Warschau nicht. Ich bin sicher, sie hätten noch die Mauerreste ihrer Stadt in bengalisches Licht getaucht, wäre das nötige Brennzeug vorhanden gewesen. In den Wachstuben vom Gefängnis gab es genug davon, aber es war nicht gedacht für Jahreswechsel Krach und Übergangsgetös, und man glaubt besser nicht an Silberschwärme und Goldraketen, wenn es in solcher Anstalt vom Turme knallt. In den Lagern hatte es öfter Schießereien gegeben, aber selten aus ernsthaftem Grund. Hier nun blieb es still. Hier saßen ältere Männer in den Ausgucks, die nicht auf Gespenster schossen und die sich mit der Langeweile abgefunden hatten. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, was Langeweile ist. Ich bin selten in der Verlegenheit gewesen, nicht zu wissen, wohin mit meiner Zeit und mit mir. Zuerst, wenn andere so über Langeweile klagten, wollte ich manchmal von meinem Unverständnis Mitteilung machen, aber die Geschichte von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen, hatte mich gewarnt. Man wurde, so schien es, wenn man nicht über den kompletten Satz der üblichen Schwächen verfügte, anstrengend traktiert, und der Ausgang jenes Märchens war mir schon immer fragwürdig. Denn das Geschrei des Jungvermählten, ihm grusele jetzt, weil seine Gattin ihm frische Fische ins Bett geschüttet hat, stimmt doch irgendwie zum Vorgang nicht. Ich nehme an, der Mann hat einmal auch genug gehabt von all der martialischen Hilfe. Und ich war nicht neugierig auf Anstrengungen, durch die man mir zu Langeweile würde verhelfen wollen. Ein Gefängnis ist, entgegen verbreiteter Meinung, kein Ort mit zu viel Leerzeit. Aber vielleicht ödet man sich doch in ihm, wenn man von Ursache und Urteil und kommenden 15 Jahren weiß. Wenn man jedoch nichts dergleichen weiß, ist es spannend. Und weil ich mich dieser Spannung nicht ergeben wollte, gab ich meinem Kopf sehr viel zu tun. Soweit ich ihrer wieder habhaft werden konnte, musste die Schule noch einmal durch ihn hindurch. Ich fragte ihm die Texte ab, mit denen ich in Lohn und Brot bei Geschwister Bruns Marnes gesellschaftliches Leben auf Glückwunsch, Dankes- und Trauerbillets festgehalten hatte. Und zu einem Namen, dessen ich dabei habhaft wurde, mussten, so vollständig es nur irgend ging, die Namen aller dazugehörigen Verwandten, und ich ging in die Wege, die zu diesen Leuten führten, noch einmal, zählte die Häuser, die Bäume, rechnete hier mit einem bissigen Hund und dort mit einem runden Kittel hintern. Ich las Bücher erneut, und manche verstand ich jetzt erst. Ich führte, so streng es nur ging, ein rückwärtsgewandtes Gedankenleben und rügte mich scharf, wenn ich mich bei einer Frage nach Künftigem betraf. Von kommenden Freuden zu träumen wäre nicht verwerflich gewesen, aber ich musste mir die Richtung verbieten, weil dort, wo die Zukunft lag, auch Platz für schreckliche Erfindungen war. Ich machte mir schlimme Aussichten, wenn ich mir Aussichten machte. Also, gehabtes Leben, gehabtes Glück, gehabte Anstrengungen auch, aber vorzüglich solche, die wieder schönen Lohn einbrachten. Ich habe mich mit einem freundlichen Lebenslauf ausgestattet, wie ich da nicht nachzudenken versuchte über meines Lebens weiteren Lauf, und einmal habe ich sogar in mich hineingelacht. Das war, als ich mich wegen alter gewesenen Freuden einen Glückspilz geheißen hatte. Wegen des Lachens habe ich mich mit Rechenaufgaben bestraft. Rechnen vom Mittagskraut bis zum Abendkraut, so ein Lachen muss geahndet werden. Laut sprechen, hörbar lachen, Stimmen vernehmen, wo es keine gibt, das sind Anfänge und das Ende ist bekannt. Ich hatte, wie ich meinte, einmal sogar schon einen Ausblick auf das Ende. In der Weihnachtsnacht noch, als der Natschelnik schon gegangen war und der Hering längst verschlungen, da war mir mehr als einmal gewesen, als mischten sich in die Gesänge aus nahen und fernen Zellentrakten
auch die feierlichen Töne eines deutschen Männerchors. Ich meine nicht den alltäglichen Fehler, der entsteht, wenn vertraute Laute sich scheinbar zu vertrauten Wörtern fügen. Man verhört sich und der Irrtum ist schnell geklärt. Es ging mir anders. Ich hörte ganze Zeilen. Holder Knabe im lockigen Haar. Und wie die Alten sungen. Wie grün sind deine Blätter. Ich hörte die Worte, hörte Melodieteile, die nicht zum Repertoire meiner polnischen Hausgenossen zu passen schienen. Kurz, ich hörte Stimmen. Und das ist dasselbe wie, ich hatte Gesichter. Ich hatte Vorstellungen in Tönen und damit, das wusste ich, war mir mein Ende schon angeschrieben. Doch weil ich ein Glückspilz war, wurde die Angst um mein Seelenheil von einer stärkeren Empfindung beiseite gedrängt, von immer stärker werdenden Signalen eines fürchterlichen Durstes. Ein Salzmeerfisch, der im Salz gelegen hat, bringt sich auf solche Weise in Erinnerung. Alltäglicher geht es kaum. Und dort, wo Alltag ist, gießt man sich ein Bier ein. Viel Bier. Oder man tappt durch die dunkle Küche an den Wasserhahn und gegen richtiges Wasser kommt kein Bier an, wenn der Hering nur richtig salzig war. Ich war aber nicht im Alltag. Ich war in einem verriegelten, verrammelten, vergitterten, fernen Lebensstück. Hier gab es kein Bier, hier gab es keine Küche, hier war es nur dunkel und fremd. Da stieg ich auf das Klosettbecken, nahm den Deckel vom Wasserbehälter, nahm den hölzernen russischen Löffel aus dem Knopfloch, diese wunderbar lebensrettende Kelle, und schöpfte mich voll bis zum Hals, bis in Gurgelhöhe, bis ans Rachenzäpfchen voll mit Warschaus Wasser, von dem ich später schlimme Dinge hörte. Ich ertränkte mich fast, weil ich eben fast verdursten wollte. Dort auf dem Klobecken dann, das übrigens gusseisern war und wohl einen Deckel, aber keine Brille hatte, dort auf dem Rande stehend und mich mit der linken am Fallrohr haltend, während die rechte mit hölzernem Löffel herrliches Wasser aus hochgelegenem Behälter schöpfte, dort habe ich, und die Hektoliter in meinem Leib glucksten dazu, ein lautes, aber diesmal genehmigtes und fast vorsätzliches Gelächter angestimmt, und zwar wegen der ausgefallenen Haltung, in der ich das Getränk zu mir nahm, und wegen der ausgefallenen Beschaffenheit des Brunnens, und weil ich mir vorstellte, wie es jetzt wäre ohne den Löffel aus Holz und statt seiner vielleicht mit einem Wehrmachts-Essbesteck oder, weil ja Weihnachten war, mit einem der winzigen Löffelchen 800er Silber von WMF, die meine Tante Meta zu Festen um sich streute. Ich habe mir das Lachen erlaubt, weil das nun auch wieder ein Zeichen von Verrücktheit wäre. So sich vorm Verdursten retten und nicht merken, wie komisch es ist. Ich habe nach diesem Vorgang für kurze Zeit die beruhigende Gewissheit gehabt, dass ich mit meinen Erfindungen noch nicht am Ende war. Und bei solchen Gedanken bin ich eingeschlafen. Und als ich erwachte, stank und lärmte das Haus auf seine übliche Weise, und an die hat es sich nun wieder lange gehalten. Um noch beim Lachhaften zu bleiben. Einmal habe ich mich gefreut, weil kein Schaltjahr war. So hatte der Februar nur seine üblichen 28 Tage und ich kam nicht mit Verspätung in den März. Es schien mir wichtig, in den März zu kommen. Im März war mir Licht. Auch daran habe ich sehen können, dass die Jugend von mir Abschied nahm. Denn bis dahin habe ich den Herbst mehr gemocht als das Frühjahr, und der März ist mir ein scheußlicher Monat gewesen. Nichts hat mir Gudruns böses Geschick so fühlbar gemacht, wie der Hinweis vom Dichter Geibel, dass es März war, als sie der grimmen Königin Gewande waschen musste. Nun geht in grauer Frühe der scharfe Märzenwind. Ich wusste, was da gemeint war. Eine Luft von farbloser Schärfe, tiefe Wege in klammem Wetter, manchmal noch Schnee, den schon der Matsch erwartet, ein Loch zwischen Schlittschuhzeit und Fahrradzeit, nicht weiß und nicht grün, gar nichts. Ein Mädchen, das ich sehr beschimpfen wollte, habe ich ohne nachzudenken dummes Märztier genannt. Die hat auch nicht weiter darüber nachgedacht, die hat gleich geheult.
Und nun wartete ich auf den März. Es ist doch im März schon eine Sonne da, die nicht mehr so hölzern ist. Bunte Ostern fallen oft in den März, und Ostern heißt, wir haben schon ersten Frühlingsvollmond gehabt. März gegen Februar, da tauscht man eine neue Welt. Da fasst man neue Hoffnung. Da kommt man aus dem Schlaf und wartet wieder. Es ist mir aufgefallen, als ich so erwachte, dass ich im finsteren Februar nicht einmal gewartet hatte. Und ein Versäumnis ist mir bewusst geworden. Im Januar hatte ich meinen ersten Jahrestag nicht bemerkt. Hatte nicht Kenntnis von ihm genommen. Hatte ihn nicht kommen sehen und nicht gehen. Stumpf und blind an so einem Tag. Ein Jahr seit dem Bett zwischen Kovo und Koni, und ich hatte dessen nicht gedacht. Welch eine Vertrübtheit des Kopfes, der keinen Gedanken hat für das Datum eines solchen Absturzes. Aber nun kam März, nun kam das Leben wieder, nun wurde neu gezählt, nun wollte ich wieder warten. Nun war der Gedanke nur ein verrotteter Strunk, dass sie mich verwahren könnten bis an mein fauliges Ende. Februar denken, Gedanken voller Februarfäule. März kommt, es muss sich etwas regen. Als es sich regte, war wirklich März, aber es war auch tiefe Nacht, und ich hatte Mühe, mich von einem guten Traum zu lösen. Ein fremder Schließer, ein kalter und heller Hof, ein fremdes Zellenhaus, ein müder und unbekannter Mann in einem fremden Zimmer. Sehr bekannte Daten zuerst, der Lebenslauf. Und gleich noch einmal. Und noch einmal. Immer noch einmal denselben. Kein Wunder, dass der Mann so müde wird. »Sind Sie der Prokurator?«, frage ich. Und der Mann erhebt sich müde und trifft mich am Ohr. Wie ich mich aufstemme, denke ich zuerst, ob es eine Beleidigung ist? Doch ehe ich richtig an meinem Platz vor dem Schreibtisch stehe, fällt mir aus 1000 Büchern der Vernehmer ein, der in allen Sprachen der Erde flüstert oder brüllt, die Fragen stelle ich. Mein Lebenslauf klingt mit jeder Wiederholung absurder. Es klingt ganz unwahrscheinlich, dass ich in Marne geboren bin. Warum soll ich denn in Marne geboren sein? Geboren? Was ist das nur für ein Wort? Es verträgt die Wiederholung ebenso wenig, wie mein Lebenslauf sie verträgt. Ganz absurder Ausdruck, ich wurde geboren. Mein Lebenslauf ist gar kein Lauf. Mein Leben ist ein fertiges Stück, ein Fertigleben ist mein Leben. Warum also mit der Geburt beginnen? Mein Leben ist eine Kugel. Wo fängt die Kugel an? Je öfter ich sie erzähle, wird mir klar, ich habe mit dieser Geschichte nichts zu tun. Es ist nur ein Anhänger, den man mir an den Zeh gebunden hat. Wie den Babys im Kreissaal, wie den Toten im Schauhaus. Eine Unachtsamkeit. Und ich habe eine andere Biografie, hinter mir und vor mir. Wie es aussieht, hat es irgendwo diese Unachtsamkeit gegeben. Der müde Mann hat einen anderen Anhänger an meinem Zeh gelesen als ich. Ich habe immer geglaubt, ich sei in Marne geboren, aber warum muss es Marne sein? Der Mann mag Marne nicht, warum bestehe ich auf Marne? Der Mann mag mich nicht, warum bestehe ich auf mir? Nur aus Mangel an anderem muss ich auf mir bestehen, weil ich nichts habe außer mir. Und wohl auch, weil ich mich nicht einlassen sollte auf die fremde Biografie, die einen in solche Märzenächte bringt. Ich heiße Mark Niebuhr und ich bin in Marne geboren. Es ist sehr beliebig, ich weiß. Es hätte auch anders sein können, aber es ist nun einmal so und es ist mein einziger Halt. Wenn ich davon lasse, schleudert es mich in den Weltraum. Nicht weniger als das wird geschehen. Ich habe die Fahrt hinter mir. Ich sagte meinen Lebenslauf, sagte ihn in einem Stück und sagte ihn in Teilen. In den Büchern, in denen auch stand, warum man aufs Ohr gehauen wird, wenn man einen Befrager fragt,
In den Büchern wurde, was das Aufsagen von Lebensläufen betraf, vor zwei Gefahren gewarnt. Lieferte man stets und strikt denselben Wortlaut, kam zu allem Verdacht auch noch der Verdacht, man habe auswendig gelernt, was man nicht lernen musste, wenn es eigenes war. Und solcher Verdacht gab allem Verdacht den kräftigsten Schub. Oder, Gefahr Nummer zwei, weil man sich dem Misstrauen nicht aussetzen wollte, das mit zu strammer Texttreue kam, versuchte man sich etwas freier im eigenen Lebensstoff zu bewegen, benannte einen Sachverhalt mit wechselnden Namen, war auch bei Reihenfolgen nicht so streng wie ein Katechet und arbeitete hier und da sogar auf einen kleinen Irrtum hin, den man indes mit einiger Zerknirschung eilends zu korrigieren trachtete. Hier waren die Risiken sehr groß. Der Befrager konnte eben eine Katechetenseele sein. Oder er konnte meinen, man nähme Rücksicht auf seine Müdigkeit und das wäre ein Bestechungsversuch. Man konnte sich, wenn man es mit der Sprache allzu lose hielt, verheddern. Und was denn, Unsicherheit beim eigenen Lebenslauf? Ich hielt mich an die erste der beiden Grundformen. Ich blieb, weil ich von meinem Vermögen wusste, einer Sache verschiedene Namen zu geben und weil ich meine Neigung kannte, einfachen Geschichten Lichter und Blumen aufzustecken und Äffchen und Papageien ins Geäst zu tun, ich blieb bei meiner einfachen Geschichte und achtete sehr, dass sie so kahl und übersichtlich blieb, wie sie war. Habe ich sie in dieser Nacht 100-mal erzählt? Wenn 100-mal, so ist es dem müden Befrager zu wenig gewesen. Er gab mir Bleistift und Papier und sprach die Erwartung aus, ich würde in meiner Zelle endlich die Wahrheit schreiben. Es war graue Frühe und im Hof ging scharfer Märzenwind. Panjipko, so zeigte sich nun, hatte sich eine weitere deutsche Vokabel angeeignet. Alle naslang erschien er und sagte in singendem Frageton, »Schreiben?« Und er sah sehr strenge auf das beschriebene Papier und schüttelte den Kopf dazu. Dies war das lächerliche Vorspiel zum Auftritt des müden Mannes, der am Nachmittag in die Zelle trat, einen Blick auf das Papier warf und dann mein Schreiben zerriss. Ich habe mitgezählt. Er hat es 9-mal getan. Es war mir auch dieses Verfahren nicht ganz unbekannt, und die immer etwas beleidigte Frage unserer Nachbarin, wozu der Jung bloß das ganze Zeug lesen tut, bekam hier eine späte Antwort. Dass er sich auskennt, wenn er mal in der Lage ist. Gut, ich kannte mich aus, aber es verbesserte meine Lage nicht. Höchstens in einer Hinsicht war meine Kenntnis eine Hilfe. Es schob sich wieder die Verwunderung, dass mir so eine Büchergeschichte wirklich passieren konnte, zwischen mich und die wirkliche Geschichte, zwischen mich und den Rest der Wirklichkeit. Es traf mich kaum etwas unvermittelt. Alles musste vorbei an jenem Teil von mir, der zu vielem dachte, kenne ich, oder machen die wirklich, oder habe ich mir gedacht, oder ernsthaft, im Ernst auch mit mir? Auf diese Weise war, was mich traf, nicht ganz ungebrochen, war etwas abgewinkelt und schlug nicht auf mit voller Wucht. Ich war wie ein Ziel unter Wasser, nicht unerreichbar tief unter Wasser, aber etwas von aller gegen mich gewandten Energie verzehrte sich, bevor es mich erreichte. Ich könnte auch sagen, weil ich für die Geschichte, in der ich steckte, so völlig ungeeignet war, konnte sie mich nicht völlig erreichen. Freilich, wer ist geeignet für solche Geschichten? Wer sie hinter sich hat, scheint geeignet für sie gewesen zu sein. In diesem, meinem zweiten Märzen, begann aber meine Geschichte erst. Manchmal kam ich mit meinem Lebenslauf nicht über den ersten Satz hinaus, und manchmal konnte ich ihn bis an den Punkt führen, an dem ich gerade an ihm schrieb. Und immer hat man als Unwahrheit verachtet, was ich geschrieben hatte, und beinahe immer hat man es zerrissen. Manchmal musste ich nur erzählen,
und manchmal durfte ich nur auf Fragen antworten, und stets hat man mir gezeigt, dass man mir kein Wörtchen glaubte. Manchmal hat sich der eine oder andere müde Mann auf etwas eingelassen, das, gemessen an den verkümmerten Verkehrsformen, die zwischen uns galten, fast ein Gespräch gewesen ist. Er fragte mich nach einem Ort oder einer Zeit, und ich nannte den Ort oder die Zeit, und dann sagte er: Woher weiß ich? Weil ich es sage. Wer bist du? Mark Niebuhr. Woher weiß ich? Man wird es feststellen können. Wer soll es tun? Sie werden doch jemanden haben, bitte. Wenn Sie ihn ausschicken, wird er Antwort bringen. Woher weiß ich? Jetzt nur von mir, aber es gibt andere. Namen, Namen! Gessner vielleicht, Bankier aus Frankfurt, ist mit dem gleichen Transport gekommen. Und seit wann kannte Sie dieser Bankier? Seit Puwavi, seit dem Lager dort. Sie haben ihm gesagt, Sie sind Niebuhr, und er hat Ihnen gesagt, er ist Gessner? Woher weiß ich also? Vielleicht findet sich mein Soldbuch. Wissen Sie, wo ich suchen soll? Es muss Unterlagen geben, vielleicht in Kolberg oder in Berlin. Vielleicht auch in Canberra oder Valparaiso, und in Lublin waren Sie nicht. Ich war nicht in Lublin. Woher weiß ich? Jetzt nur von mir, aber dann sag mir, wer du bist, sag deinen Namen, deinen Geburtstag und deinen Geburtsort und wie dein Vater heißt und was deine Mutter macht und in welchen Straßen du gewohnt hast. Sag mir alles. Ich bleibe hier, bis du mir alles gesagt hast. Ich habe bis zum Frühstück Dienst. Und weißt du was? Du sagst mir alles und dann frühstücken wir zusammen. Einen Topf Grütze für dich, einen Topf Grütze für mich. Hirse mit Schmalzgrieben, mein Freund. Sag mir alles. Name, Dienstrang, Waffengattung und wo zuletzt im Einsatz gewesen und wo zuerst. Und wenn du mir Antwort gibst, dann denke immer daran, dass ich dich zu allem fragen werde, woher ich wissen soll, dass du diesmal die Wahrheit sprichst. Los geht es. Name. Ich kann schlecht sagen, es sei langweilig gewesen. Es war ja immer spannend bis zur Atemnot. Aber öde ist es doch gewesen, weil wir keine Aussichten hatten. Es ging nicht darum, dass ich etwas verbarg und dass es eine Frage meiner Kraft war und also eine Frage der Zeit, wie lange ich mein Geheimnis würde hüten können. Ich hatte kein Geheimnis, und darum war Zusammenbruch möglich, aber keine Enthüllung, und die müden Männer vergeudeten sich nur. Manchmal denke ich, wenn sie mir auf den Kopf zugesagt hätten, für wen sie mich hielten, dann hätten wir uns vieles ersparen können. Ich wäre ihnen behilflich gewesen mit den richtigen Fragen an mich, und diese Interrogation wäre an das gleiche Ende gekommen, an das eine andere unter diesem Dach schon einmal gekommen war. Aber so ein Gedanke setzt Leidenschaft bei meinen Partnern voraus. Ich habe kein Zeichen von Leidenschaft an ihnen bemerkt. Nichts an ihnen war unheimlich, außer dass ich es so mit ihnen zu tun hatte. An mir ist in dieser Zeit auch nichts bemerkenswert gewesen. Ich bin so mürbe geworden, wie man bei solcher Prozedur eben wird. Ich habe meine Trotzminuten gehabt. Und ich habe gebettelt. Und manchmal habe ich ein Argument in den Vorgang einbringen wollen. Ich habe gelernt, mich der Fragen zu enthalten und manche meiner Antworten doch so zu setzen, dass es in ihrem Umfeld wie Fragen klang. Wir hatten keine Aussichten. Das war unser Problem. Ich glaube, meine Verhörer haben das gewusst. Sie haben ihren Dienst getan, haben das Gelände ausgemessen, haben den Boden planiert, haben den Sockel errichtet und den Turm darauf gesetzt, haben das Gestänge eingehängt, haben den Motor laufen lassen, der die Sonde trieb, haben die Sonde eingebracht und wieder herauf, haben nichts als Sand gefunden und haben das alles von Anfang an gewusst. Wie wenig sie glaubten, sie könnten in meiner Geschichte noch fündig werden, merkte ich an manchem. Wenn sie anfangs mit routiniertem Ingrimm drohten oder wohlschmeckende Versprechungen machten, so ließen sie nach und nach von diesem Aufwand. Ich lohnte mich nicht, und ganz am Rande meiner Erleichterung hat mich das geärgert. Auch die Haltungen der Schließer ebneten sich ein. Anfangs gaben sie mich heraus wie einen, den sie als grässlich verwandelt zurückerwarteten, aber später nahmen sie mich, wenn ich von den Verhören kam, wie einen rückfälligen Schwarzhändler an.
womit ich nicht meine, es hätte sich die Überzeugung ausgebreitet, ich sei ein unschuldiger Mensch. Den gab es zu selten, als dass man auf ihn eingerichtet gewesen wäre. Was sich nur durchsetzte, war die Auffassung, glaube ich, auch ich würde mich, wie das meiste hier, von selbst erledigen. Einer der müden Leutnants hat auch einmal so etwas gesagt, und er hat mich dabei, vorsätzlich oder versehentlich, ich weiß es nicht, einen Zipfel des blutigen Rockes sehen lassen, von dem sie glaubten, ich hätte ihn einmal getragen. »Sie machen sich das Dasein nur schwer, wenn sie sich Hoffnung machen«, hat er zu mir gesagt. »Zu glauben, wir fänden nicht heraus, um wen es sich bei ihnen handelt, ist so eine nutzlose Anstrengung. Es ist zurzeit ein wenig schwierig, sie in den Listen zu finden. Die Welt funktioniert noch nicht so recht, aber das kommt. Warum sollen wir uns überanstrengen? Wir haben sie, und eine große Mordfigur werden sie nicht gewesen sein. Wir haben noch Zeit für die kleinen Mörder.« Er wird es doch mit Absicht gesagt haben, denn eine Woche lang hörte ich nichts von ihm und seinen Partnern. Er ließ mich ungestört mit dem Wort Mörder allein. Wenn man älter geworden ist, weiß man, wie viele Möglichkeiten man hatte, wie viele man ausließ und aus wie wenigen man etwas machte. Man ahnt, dass einiges Glück zu vermuten ist, wenn man kein Mörder geworden war. Aber so dumm und jung wie ich, da hält man die Menschenrolle noch für gültig verteilt. Da sind Mörder ganz und gar besondere Menschen. Da verstand es sich von selbst, dass ich keiner sein konnte. Mörder sahen wie der Schauspieler Rudolf Fernau aus. Der hatte den Dr. Krippen gespielt und den Autofallenräuber, und er hatte so stechende Augen, und seine angestrengt freundliche Stimme klang noch viel verdächtiger, wenn der Fuhrmann Erich aus Pirna in Sachsen die Filme erzählte, in denen Rudolf Fernau den Mörder spielte. In Marne waren Mörder nur ein Gerücht, das aufkam, wenn ein Schulkind zu lange für den Heimweg brauchte. Der Sülze-Kocher Harmann warf seinen Schatten über dunkle Heidewege, und aus Hamburg sollte ein Schuster entwichen sein, der aus Lust mit der Aale stach. Wie Lust zum Morden passte, war noch rätselhafter als das Morden selbst. Ganz habe ich diese Dinge nicht glauben wollen. Ich musste auch bis in den Krieg laufen, um einen Toten zu sehen. Der erste war gleich so, dass die späteren von milderer Totenart schienen. Der erste war der Feldwebel, der sich eine Handgranate an den Kopf gehalten hatte. Es war nichts mehr da von dem Kopf, und weil ich es unvorbereitet sah, habe ich es sehr genau gesehen. Selbstmord und Mord und ich, wer wollte das zusammenzwingen? Wussten die nicht, dass ich aus dem Hause lief, wenn der Schweineschlachter kam? Wussten die nicht, dass ich mich vorm Friedhof fürchtete und dass ich im Kino zweimal die Augen zukniff, wenn der Henker das Beil hob und wenn sie sich küssten? Wussten die nichts von meiner Blutscheu und meiner Gesetzesfurcht? Mein Gott, ich habe unserem Drogisten ein Frühjahr lang Frondienste geleistet, nachdem es mir gelungen war, ihm eine fremde Münze als heimisches Fünfpfennigstück anzudrehen. Ich habe mir beim Sprung aus der Bahn beinahe das Genick gebrochen, aus Furcht vorm Schaffner und vor der Schande, weil ich meine Karte verloren hatte. Ich habe in Marne als artig gegolten, und es hat mich erst spät geniert. Aber ich war ja in Polen, da wussten die das nicht. Polen lag hinterm Zaun um die Welt, Nachrichten hatten es schwer bis hier. Aber eine solide Nachricht muss doch durch. Mark Niebuhr ist kein Mörder. Platz, es gibt die Post mit dem neuesten Depeschen. Niebuhr ist unschuldig, gebt ihn heraus. Doch Polen verhielt sich ungerührt. Es tat, als hätte es die Post nicht erhalten. Es ließ mich wieder Lebensläufe schreiben, bis ich an den Rand der Tollheit geriet und zweimal über den Rand hinaus. Denn einmal habe ich meine Biografie so begonnen, ich, Dr. Krippen. Und einmal schrieb ich, mein Name ist Jan Kipura. Und zum Glück habe ich beide Male gleich gelesen, was ich geschrieben hatte, denn über solchen Bekenntnissen wären meine Leutnants nicht müde geblieben.
Aber einmal ist doch Schluss mit der Schreiberei gewesen. Vielleicht ist Ihnen einer drauf gekommen, wie viel Papier Sie schon an mich gewendet hatten. Nur einen Bogen füllten Sie noch selber aus. Es war die Essenz aus meinen 1000 Niederlegungen. Und dann hat es das Übliche geheißen, ich würde schon noch von Ihnen hören. Die nächste Nachricht von einiger Bedeutung ist aber von Pan Gipko gekommen. Ich hatte ihn die Ganoven aus der Zelle zur Arbeit holen hören und ich rückte mich gerade innerlich für den langen Turn zwischen Frühstück und Mittag zurecht. Da erschien der Schließer, winkte mir und rief in frischem Militärton: »Roboter, Roboter!« Weil Arbeit auf jeden Fall besser war als jedes weitere Verhör und weil ich die Angst im Krautkeller fast vergessen hatte, bedankte ich mich mehrmals bei Pan Gipko und befolgte die Weisungen des Schließers, der mich holen kam, mit Eifer. Auf dem Hof wurde ich mit Hallo von meinen kriminellen Nachbarn begrüßt und befremdlicherweise bekam ich dafür von meinem Wächter einen Tritt in den Hintern. Er achtete auch, dass ich in der Spur der anderen blieb, ohne mich ihnen anzuschließen. Und als wir einen Kohleberg erreicht hatten, stellte er mich so, dass ich mit seinen Landsleuten, bei denen ich schon Herberge gefunden hatte und schärfste Interrogation, nicht in Berührung kam. Herr Dabrowski, wie konnte es anders sein, machte auch hier den Chef. Und die beiden Stämmigen waren auch hier seine Knechte. Sie teilten Körbe aus, je einen an zwei ihrer Zellennachbarn und einen für mich ganz allein. Warum die Kohle 20 Schritt weit von den Luken abgeladen worden war, weiß ich nicht. Aber so hatten wir Arbeit. Mein Schweiß und der schwarze Staub gingen bald eine enge Verbindung ein und ich hoffte, die Kohle würde auch mein kleingeflecktes Tarnzeug färben und die schreckliche Beschuldigung, die aus seinem Muster sprach. Aber weil mich das wieder zu nahe an meine Ängste brachte, gab ich mich ganz an die Arbeit und suchte mir in ihr ein schützendes Spiel. Ich war Kohlenmann in Marne. Auf dem Kirchhügel fing ich an, weil die Frau vom Pastor den Garten voll Weißzeug hatte und ich die Frau vom Pastor nicht leiten konnte. Sie hatte die Lehrstelle bei Geschwister Bruns für ihren Neffen haben wollen und der Neffe war stärker als ich und musste es immer wieder beweisen. So, nun aber in den Kohlen gewühlt, dass es ihr in die Wäsche staubt. Doch, seltsam, es wollte nichts werden mit meinem gehässigen Traum. Ich sah die Frau in ihrer mehligen Rundlichkeit und sah sie vom Streuselkuchen schneiden, den sie zum Schulfest gebacken und gespendet hatte. Ich sah auch gleich die Frau Pastor nicht mehr, sah nur noch die Bleche mit dem Kuchen und da war es Zeit, das Traumbild aufzugeben, denn ich hatte mir ein Regime verschrieben, das streng verbot, außerhalb bestimmter Zeiten an Gebackenes und Gebratenes zu denken. Da trug ich die Kohlen ein Haus weiter zu Schneider Röhricht, von dem ich nicht einmal sicher wusste, ob er jemals etwas zu sich nahm. Mit ihm hatte ich einen fröhlichen Streit, weil ich der Einzige war, der in Marne Knickerbocker trug. Mein Vater hatte sie mir aus Frankreich mitgebracht, da er wusste, wie schwer sich Marne mit ihnen würde vertragen können, und Schneider Röhricht hatte sich denn auch zum Sprecher von Marne gemacht und wusste, dass der Franzose solche Hüllen nur benutzt, um seine X-Beine abzutarnen. Ich als ein Mann aus Gutenbergs Gewerbe hatte mich mit jemandem nicht einlassen dürfen, der von Abtarnen sprach, aber da der Schneider so erfinderisch eiferte und ihn meine Behauptung immer aus dem Sattel stach, er rede doch nur so, weil er nicht in der Lage sei, Knickerbocker zu schneidern und zu nähen, ging ich am Freierabend oft an seinem Haus vorbei und trachtete, ihm unter die Augen zu kommen. Das ist aber, wie ich mir eines Tages gestand, nicht alles an Grund gewesen, gerade diese Route zu wählen. Es war auch die Nachbarin vom Schneider Röhricht, die mich in diesen Winkel zog, und das schien seltsam. Denn die Schneiders Nachbarin hieß Frau Femlin und war eines tapferen Soldaten Frau, ein Steinsetzer und Unteroffizier mit beiden eisernen Kreuzen. Nach allem, was galt, durfte ich wegen so einer gar keine Umwege machen. Die konnte 10 Jahre älter als ich sein, und ihr Mann hätte mich bestimmt in einem Priel ertränkt. Und vor allem gehörte es sich nicht, wo der doch abwesend war, um die Feinde, auch meine, zu erschlagen. Richtig, aber was kann man tun? Man steht beim Bäcker in der Reihe,
Die Marken reichen noch für ein ganzes Brot und das Brot ist frisch. Da riecht sogar die klitschige Kleie angenehm. Da hat man freundliche Aussichten. Und in der Reihe vor einem steht die junge Frau Femlin. Die hat das Haar aufgesteckt und trägt einen groben Pullover mit weitem Kragen. Das macht einen langen Hals. Und auf der rechten Schulter ist ein Stück Achselband zu sehen. Und die kurzen Haare im Nackental sehen, wer weiß warum, wie frisch gewaschen aus. Und die Schultern, wo kömmt ihr denn diese Verwegenheit, sehen aus, als warteten sie, dass Hände sich auf sie legen. Überhaupt ist ein Warten an dieser Frau. So reglos steht man doch nicht und so beweglich ist man schon gar nicht, wenn man nur auf das Brot am Ende der Reihe wartet. Denke ich, und ich mache eine der weltaufreißendsten Entdeckungen. Frauen und Mädchen sind aus einem Stoff. Warum sonst kriege ich das Schlucken, wenn ich Frau Femlin in den Nacken sehe? Das ist übrigens auch beinahe schon alles gewesen, was ich von Frau Femlin zu sehen kriegte. Ich habe mir ihretwegen ein Dutzend Mal von Schneider-Röhrig sagen lassen, warum der Franzose Knickerbocker trägt, und ich hatte die Augen dabei am Nachbarhaus. Aber weitere Bekanntschaft habe ich mit Frau Femlin nicht geschlossen. Aber die eine große Entdeckung verdanke ich ihr doch, und nun will ich ihr von meiner besten Kohle bringen. Der Schließer sorgte, dass es auch weiter nichts wurde mit mir und der Frau vom Steinsetzer Femlin. Er hat mich mit dem Geschrei, an dem man den Neuling erkennt, an den Vorschlaghammer beordert. An dem Gerät verlor sich meine Neigung zu unanständiger Gedankendrift. Herr Dabrowski bestimmte, welche Kohlebrocken mir vorzulegen waren, und er machte Sprüche dabei, die ich nicht verstand, und weil der Hammer mit jedem Schlag sein Gewicht zu verdoppeln schien, hörte ich bald nur noch das Blut in meinem Kopfe. Als gewönne es von der Schwere der Brocken, die ich mit ihm zerschlug, wollte sich das Werkzeug immer weniger von der Erde lösen. Alter Indianerglaube, man gewinnt von der Kraft des Feindes, den man besiegt. Mein Hammer ist ein Indianer. Oder es ist Magnetismus. Ein schierer Batzen Eisen haftet fest an den Polen, an den Kohlen in Polen. Magnetismus, das verwechselst du. Du meinst die Schwerkraft. Der Hammer will zum Mittelpunkt der Erde. Ich auch. Ich will mit meinem Hammer zu Herrn Newton gehen. Hammer und ich, wir wollen uns sputen. Ein Hieb noch, ein Stich, wir kommen, Herr Newton. Es war aber Herr Dabrowski, der mir unzart die Wange tätschelte, und es waren seine massiven Gehilfen, die mich neben der Kohleluke auf einen Korb setzten, und es dauerte eine Weile, bis ich die stämmigen Helfer und den drahtigen Herrn Dabrowski und den wichtigen Schließer und die rote Mauer an meinem Rücken und das vergitterte Haus vor meinen Augen wieder in ein durchschaubares Verhältnis gebracht hatte und mich hinein in dieses Verhältnis. Es konnte mir nicht gefallen, auf welche Weise ich ihm für einen schwindlichten Augenblick entkommen war, und es konnte mir nicht gefallen, nun wieder sein Teil zu sein. Ich war aber sein Teil, das wusste ich schnell, als ich meinen scharfen Atem hörte und meinen Schweiß roch und die Kohle auf den Lippen schmeckte. Ich war dieses Verhältnisses Teil, ich war eines atemkürzenden Verhältnisses Teil. Ein Teilchen war ich nur und kaum ein Teil. Das machte es Herrn Dabrowski leichter, gnädig mit mir zu verfahren. Er schickte einen rundlichen Schwarzbrenner an den Hammer, und es sah ganz so aus, als hielte er mir den eifrigen Schließer vom Hals. Und mit mir machte er, wenn ich seine Gesten nicht übel missverstand, Späßchen, bei denen es nicht nur um meine Ausdauer am Vorschlaghammer ging. Man gilt als undankbar, wenn man sich da nicht erheitert gibt. Und ich machte mich an das mühsame Geschäft, in ausgewogenen Teilen zu zeigen, wie erschöpft ich noch war und wie sehr mich Herrn Dabrowskis Humor doch erfasste. Aber das Bild von mir blieb mir nicht erspart. Ich sah mich auf dem Korb, sah mich dürre aus gefleckter Jacke gucken, sah mein Augenweiß in kohlschwarzem Gesicht, sah geschorenen Kopf und roten Mund mit rosa Gaumen, wusste mich eingeschwärzt zum Neger vom Film und wusste, hätte Herr Dabrowski ein Lied nun gemocht,
Ich wäre Al Jonson geworden, Sonny Boy. Aber Herr Dabrowski schätzte von den Sängern nur Jan Kipura und Neger, das war mir bekannt, schätzte er gar nicht. Ich mochte mich nicht, so auf dem Korb. Und ich bringe mich in Gang, wenn ich mich selber kränke. Und ich gab gerade dringende Befehle an meine Fußgelenke und Kniesehnen, als die leise Musik, die aus dem Küchenfenster drang und die in ihrer Schwächlichkeit ganz gut zu dem wässrigen Dunst des Sauerkrauts passte, von einem eigenartigen Trompetensignal abgelöst wurde. Ich weiß nicht, ob man von etwas Musikalischem so reden kann, aber es klang unbeholfen. Es wurde stockend vorgetragen, aber dann auch wieder sehr jäh und hell. Es gab Pausen, und in den Pausen hörte man Schritte, und man hörte auch verschiedene Ansätze des Bläsers. Es war anders, als man Radiomusik kennt. Es hatte gerade und unbeschnittene Ränder. Und anders war auch Herr Dabrowski. Ich hätte nicht gedacht, dass Verzückung sein Teil sein könnte, aber verzückt stand er da. Die Rinnen in seinem Gesicht waren weniger scharf und den Zeigefinger hielt er seitlich vom Ohr in Stirnhöhe. So hatte ich ältere und recht einfältige Holzfiguren gesehen. Erst als der letzte Ton verklungen war und man den Bläser sich entfernen hörte, erwies sich Herr Dabrowski wieder als beweglich. Und er sagte so lange »Krakow, Krakow« zu mir, bis er glauben konnte, ich hätte ihn verstanden. Dann fügte er etwas hinzu, was ich wohl hörte, aber nicht begriff. Und er führte, was an ihm nun überaus erstaunlich war, etwas Szenisches vor, zeigte Schlaf an und Erwachen und Erschrecken, schien etwas zu sehen, das mit seinen Worten »Tatari Mongoli« hieß. Und des Erschreckens Grund wohl war, spitzte die Lippen gegen seine gehobene Faust, blies die Backen auf und lieferte eine zerdrückte Kopie des eben gehörten Signals, sprach wieder sehr dringlich und ganz alarmiert »Tatari, Mongoli« und stieß den gequetschten Weckruf in die weiteren drei Winde. Auch ungeübter als ich war, hätte ich ihn nun verstehen müssen, obwohl ich nicht sah, wie ein verschollenes Alarmsignal, das offenbar beim Anblick unerwünscht nahe östlicher Völkerscharen ausgestoßen worden war, und zwar in Krakau, wie ein solcher Ton den lebensgeprüften Herrn Dabrowski so in Zustände zu setzen vermochte. Aber dessen Zustände hielten noch an. Er tat etwas, dessen er sich bis dahin sauber enthalten hatte, bückte sich und ergriff ein Stück Kohle, und mit dem schrieb er eine Zahl an die Backsteinwand. 1241, schrieb er, und »Tatari Mongoli«, sagte er, und er begleitete sein Schreiben und unterbrach sein Sagen mit gepressten Kürzeln des Alarmmotivs. Dann schrieb er 1944 und sprach wieder die Worte »Tatari Mongoli« dazu. Und er brachte das Kunststück fertig, die Melodie in fragendem Tone zu pusten, und gleich danach machte er mit bewegtem Zeigefinger klar, dass die Frage zu verneinen war und diesmal niemand ins Horn gestoßen hatte. Im Gegenteil, wusste Herr Dabrowski mir mit seinen knappen Gesten zu sagen, im Gegenteil, man hatte gejubelt, und verächtlicher als er konnte man nicht reinblicken und hinaufsehen zu dem Küchenfenster, hinter dem das polnische Radio Nachrichten brachte. Herr Dabrowski, das wusste ich seit unserer ersten Begegnung, war angelegt, mich tief zu verwirren, und ich war erleichtert, als er etwas tat, das ich verstand und an dem ich wieder erkannte, dass am Ende auch er so eingesperrt war wie ich. Er warf einen Blick zu den Schließern hinüber, einen verdeckten Blick, wie auch ich ihn schon konnte, lehnte sich an die Küchenwand, sah in die Märzsonne und zerrieb die beiden Zahlen unter seiner Sohle. Doch in meiner Zelle standen sie mir noch lange vor Augen. Es ist aber wohl meine kurze Umnachtung als besonderes Vorkommnis gemeldet worden, denn als ich mir gerade die Hände im Klobecken wusch, erschien der Schichtschließer und mit ihm ein Mensch, der wie ein Häftling aussah
und sich wie ein Arzt benahm. Auf dessen Geheiß musste ich mich ausziehen, und er schien zu missbilligen, was er sah. Wenn er sich auch ein wenig aufführte, als wäre meine windige Verfassung mir selber zuzuschreiben, und als gehörte ich unter den Verdacht selbstmörderischer Suppenkasperei, machte er immerhin dem Schließer Mitteilungen, die nicht nach Häftling klangen, sondern sehr nach Arzt. Und der Schließer hörte ihm zu, wie man einem Arzte zuzuhören hat. Und mir wurde am Abend das Kraut mit der Mittagskelle zugemessen. Und das Brot am anderen Morgen war von ungewöhnlicher Dicke. Und als die Kommandos zur Arbeit zogen, holten sie auch wieder mich. Es war jedoch nicht Herrn Dabrowskis Gruppe. Der Ziegenschänder gehörte zu dieser und mein Freund Eugenius. Freilich schien Eugenius mich nicht kennen zu wollen, und so etwas habe ich noch immer respektiert. Das fiel mir schon deshalb nicht schwer, weil auch an diesem Tag die Order zu gelten schien, ich sei von den anderen möglichst zu separieren. Wir waren 30 Mann. Und das hätte beim Marsch 10 glatte Dreierreihen ergeben, aber aufgestellt wurden 9-mal 3 Polen, 1-mal 2 Polen und 1-mal ich. Und neben der Kolonne gingen 2 Wächter und ein dritter ging neben mir und er gab zu erkennen, wie sehr er sich mir verbunden fühlte. Zuerst dachte ich, er sollte wieder an die Kohlen gehen, aber wir passierten das Gebirge und kamen an das Innentor, das zum Vorhof führte. Ich bin sicher, der schnauzbärtige Soldat hat mich wiedererkannt, aber es hat ihn nicht übermäßig gerührt. Er klopfte meine Taschen ab wie die der anderen auch, und gefunden hat er bei keinem etwas. Er behielt uns im Auge, als die Posten ihre Waffen aus der Kammer holten, und ich habe mich gründlicher im Vorhof umgesehen als beim ersten Mal. Denn diesmal stand ich ja nicht mit dem Gesicht zur Wand. Und diesmal war ich nicht allein, war bei aller Sonderung doch Teil einer Kolonne. Und diesmal stand ich in anderer Richtung, sollte hinaus und kam nicht zum ersten Male herein. Und diesmal war ich einer von 30, die sich 3 Posten teilten, wenn auch einer der 3 sein ungeteiltes Augenmerk auf mich zu richten trachtete. Diesmal war ich nicht eingezäunt in einen bewaffneten 5-Zack und ich hatte also auch in einer anderen Hinsicht beträchtlich an Gewicht verloren. Diesmal sah ich nicht nur mehr als die Wand, ich wusste auch, was hinter den Wänden war. Ich wusste immer noch nicht, was ich hinter ihnen sollte, aber wie es hinter ihnen war, wusste ich diesmal. Als ich im Herbst auf dem Vorhof stand, bluteten Wunden. Man hatte mich losgerissen von denen, zu denen ich gehörte. Nun hatte ich nur noch Narben davon, und die schmerzten nicht oft. Ich war seltsam in die Mitte geraten zwischen Leute, die ich einmal flüchtig kannte, und andere Leute, die ich erst flüchtig kannte. Festen Grund hatte mein Leben nur in der entlegenen Ferne gehabt, und wenn mir bodenlos war in der Gegenwart, schoss ich mich in fliegendem Bogen zurück auf den Planeten, auf dem es niedrige, warme Häuser gab und laute und unvorsichtige Leute und junge und alte Frauen und junge Mädchen. Und eine Mutter in der Küche, und Kinder, und Hunde. Auf jenem Stern nahm man sich etwas zu essen. Man besaß selber einen Schlüssel und benutzte ihn selten. Man kannte Wasserhähne, und Holzpantinen zog man für den Stall an. Einen Garten hatte man. Wenn man sich schlafen legte, zog man sich aus. Und seinen Lebenslauf schrieb man aufs ganze Leben verteilt, vielleicht ein 1000 Mal. Und man war sich vor allem seines Lebenslaufes sicher. Und man wäre niemals, niemals, niemals dort für einen Mörder gehalten worden. Niemals. Hier aber banden sie dir einen Zettel an den Zeh, auf dem Mörder stand. Und hier sagten sie Mörder zu dir und blieben müde dabei. Es hatte mir einer die Sterne vertauscht. Ich stand aber nun auf dem Vorhof des fremden Sterns, und wo ein Stern beginnt, da endet er auch. Woher wusste ich, ob ich nicht bei glücklicher Ausfahrt war? Es konnte doch sein, die Tür dort im Tor zur Straße wurde gleich aufgetan, wurde mir aufgetan,
Und wie die anderen draußen vor dem Tor in die Straßen stoben, weil dies ja die Straßen ihrer Heimat waren, würden der Posten und ich, nein, ich und der Posten, schlendernd und ein wenig pfeifend, die Allee hinuntergehen, würden uns unterhalten in beliebigen Themenkreisen, etwas Küche vielleicht und etwas Geschichte, und würden bei der freundlichen Haltung von Gleichgesinnten niemandem Anlass sein, einen Stein oder gar viele Steine gegen einen von uns zu heben. Gut, man würde fragen müssen in der Gegend vom Güterbahnhof Praga nach dem Verbleib der anderen, aber die Spur sollte sich finden lassen. Zwar, es waren fast 300 gewesen, und an die erinnert man sich schwächer als an einen einzelnen jungen Mann, der zwischen vier Posten und einem Postenführer gegangen war, aber wir würden uns an die Kinder halten. Kinder wussten immer, wohin gefangene Männer gegangen waren. Ich würde schon zurück in meine alte Gefangenschaft finden, wenn sie mich nur suchen ließen. Aber sie führten die 29 anderen und in einem gewissen Abstand auch mich nur auf die Straße hinaus und in eine andere Straße und auf einen Höhenzug aus verbrannten Steinen. Und da hat es viel Arbeit gegeben.